Ich schulde Ihnen in unserer heutigen modernen, komplexen, sogar zersplitterten und unter Psychose in Anführungszeichen leidenden Gesellschaft Übersicht. Sie haben Anspruch darauf, dass man zuerst sagt, worum es sich überhaupt handelt, damit Sie sehen, will ich mich da überhaupt einlassen. Sie haben Anspruch auf Übersicht, das Ganze. Sie haben Anspruch auf Struktur, damit Sie auch innerhalb Übersicht erhalten. Parallel lasse ich da hier das Gewachsene laufen, beginnen jetzt gerade mit dem Titel der eben psychotischen Gesellschaft bezogen auf die Begrifflichkeit von Ariadne von Schirach. Das war Video 083, 084. Die Psychose in diesem Sinne ist übertragen gemeint, aus der Medizin übernommen. Das zentrale Merkmal der Psychose ist der Verlust der Realität. Es gibt keine gemeinsame Realität mehr oder nur noch eingeschränkt, nur noch in Teilbereichen. Aber es gibt immer mehr Bereiche eben heute, wo wir Menschen keine gemeinsame Realität mehr haben. Zuerst ist das Objektive verschwunden, wo wir alle Teil hatten, wo wir alle gesagt haben, ja klar, das ist das, das funktioniert so und so. Das verschwindet immer mehr und nicht einmal mehr Realitäten zwischen den Menschen, die sich gut kennen, sind heutzutage gewährleistet. Wie machen wir das eigentlich, wir Menschen, dass wir keine gemeinsame Realität mehr haben? Eine Strategie, Realität eben verdrängen und dafür aus den Abspaltungen des Ego geschaffene Ideologien verbreiten. Starten wir gleich mit dem Beispiel Niklaus Brandschen mit einem angeblichen Zen. Also wir sehen da, dass Zen da nicht mehr Zen ist. Diese Realität wurde verdrängt. Anstelle davon werden Ideologien verbreitet. Und was hier besonders schlimm ist, dass damit eben auch die Realität der Buddhas verschwunden ist. Das ist das allen Menschen Gemeinsame, dass wir heute noch, jeder, jede von uns, haben können in unseren Träumen und wenn wir da ein bisschen weitergehen, dann auch in unseren Visionen im Wachbewusstsein. Da möchten wir dann wieder hin. Hier geht es um die Videos 341 folgende. Das ist hier. Anna Gamma ist ja eine Schülerin von Niklaus Brandschen, die sein Dharma. Sagen Sie dann, ja doch, ich hätte doch gesagt, Niklaus Brandschen hätte doch das Dharma. Ich habe aber nicht das Dharma gesagt, sondern sein Dharma. Vorsicht, Psychose,